Heil euch, Kameraden. Ich grüße euch aus dem sonnigen Knüllwald. Wir haben hier mittlerweile 27 Grad und ich habe meine Kleidung, oder besser gesagt mein Outfit, den gleich angepackt. Hier glüht der Ofen. Aber nach dem langen Winter tut uns das auch mal ganz gut. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen von Recht und Wahrheit, den ich vor langer Zeit schon mal angekündigt habe. Aktuelle Dinge berichten, die nicht in den Medien sind, die vor kurzem entstanden sind und wo Leute zu Worte kommen, die sonst nirgendwo zu Worte kommen. Und vor allen Dingen, wir berichten die andere Seite der Medaille, nämlich die Wahrheit. Zum Ausgangspunkt. Ihr habt es bestimmt gelesen und gehört, es wurden vor 2 Tagen, und zwar am 17. in Norddeutschland mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Von der Polizei und anderen, hätte ich beinahe gesagt, kriminellen Banden. Und so weit, so gut. Diese Meldung stimmt, aber wie die einzelne abgelaufen ist, das haben wir heute Morgen hautnah mitbekommen. Wir haben einen Anruf bekommen aus einer Familie aus Appen. Und jetzt will ich euch mal kurz schildern, wie so eine Hausdurchsuchung in Anführungsstrichen stattfindet und auch den Grund. Und wir werden dann noch näher darüber berichten. Wir werden die Bewohner zu Wort kommen lassen. Wir werden in den nächsten Tagen vorbeifahren und diese Leute interviewen, damit man auch mal eine Gegendarstellung hört und dass das Volk da draußen weiß, wie die Polizei hier heutzutage gegen Deutsche vorgeht. Ausländer, Linke und so weiter werden geschont, Schwerverbrecher werden laufen gelassen und wenn ein leiser Verdacht besteht aus der rechten Szene, dann kommt gleich die gesamte Kavallerie. In diesem Fall spielte sich das Ganze wie folgt ab. Vorab, wir reden von einer deutschen Familie, Mutter, Vater, gibt es noch, mit 4 Kindern zwischen 2 und 18 Jahren. Die wurden dann am 17.04.2018 morgens um 6.30 Uhr, also 4:30, von der Polizei geweckt. Und zwar dergestalt, dass sie die Terrassentür eingeschlagen haben und sofort das ganze Haus gestürmt und alle Zimmer besetzt und den Hausherrn und die Damen alle aus dem Bett geholt haben mit äußerster Brutalität und Gewaltbereitschaft. Und viele von diesen Polizisten waren am Anfang maskiert. Es wurde sehr großer Schaden angerichtet bei dieser ganzen Geschichte. Und was noch bemerkenswert ist, die anschließende Hausdurchsuchung wurde so durchgeführt, dass es dem Hausherrn und der Hausherrin nicht möglich war, gleichzeitig in den Zimmern zu sein, wo die Polizei durchsucht hat. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Gesetze. Denn du hast als Beschuldigter das Recht, bei der Hausdurchsuchung in jeder Ecke dabei zu sein. Das war in diesem Fall nicht so. Was das Interessante war, der Ehemann war der einzige, beziehungsweise der Lebenspartner war der Beschuldigte. Und die Frau sollte nur als Zeuge vernommen werden. Und trotzdem wurde alles beschlagnahmt, auch von der Zeugin. Und auch diese Frau wurde bedroht, was ja schon mal sehr ungewöhnlich ist. Ne? Zeugen braucht man ja, die werden in der Regel in Ruhe gelassen. Und auch ihre Sachen, ihre gesamten Kommunikationsmittel, Computer und so weiter, wurden alles beschlagnahmt und so weiter. Und es war sogar das Jugendamt da, die wollten dieser Frau die 4 Kinder wegnehmen. Und das ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr harter Tobak. Aber der Grund ist ein interessanter. Wir werden den ganzen Hausdurchsuchungsbefehl veröffentlichen, aber erst nach juristischer Prüfung. Der Hauptgrund ist der, ein Mitglied der Nordadler, bei dem Hausdurchsuchung gemacht wurde, ein junger Kerl, ein Wladimir, auf dem seinen Rechner haben sie 2 Ordner gefunden. Einen mit angeblich Adressen der Antifa Nordhausen und den anderen mit der Antifa Göttingen. So, und das reicht der Polizei aus, sofort im Vorfeld eine außerordentlich brutale Hausdurchsuchung zu machen. Und in der Begründung stand, und das ist von einer Richterin, jetzt der Begriff, weil es hervorzusehen ist, ich betone nochmal ausdrücklich, weil hervorzusehend ist,
Wer sowas hat als sogenannter Rechter, dann ist hervorzusehen, dass er die dann auch gleich alle umbringen will. Und das muss man sich mal wirklich vorstellen. Wir haben jetzt also schon Richterinnen, ne, und so weiter und Richter, die haben wahrscheinlich eine große Glaskugel auf ihrem Schreibtisch stehen und die wissen schon, was die Neonazis, in Anführungsstrichen Neonazis, im Voraus planen. Und es sind ja auch schon von den Neonazis, in Anführungsstrichen, unheimlich viele Antifaschisten umgebracht worden, nicht? Und das ist natürlich auch alles sehr begründet, ne? Nur man ist eigentlich nicht zum Lachen, ne? Weil unterm Strich sieht die Sache so aus, der kleinste Verdacht reicht aus, um deutsche Familien die Türen einzuschlagen, die Kinder zu erschrecken, die Wohnung zu verwüsten. Wir werden die Bilder veröffentlichen. Und da sollte doch mal jeder drüber nachdenken, verdammt nochmal. Sollte jeder mal drüber nachdenken, dass in diesem Staat Vergewaltiger, Mörder und so weiter frei rumlaufen und eine deutsche Familie wird, weil irgendwo anders jemand was im Computer geschrieben hat, da wird zum Anlass genommen, da die Türen einzuschlagen, und viele, viele anderen Schaden anzurichten. Ihr werdet das auf den Bildern sehen. Wir werden davon näher noch berichten. Also bleibt am Ball hier. Und ihr werdet das von uns dann hören. In diesem Sinne seht ihr jetzt noch im Anschluss einige Bilder. Und als nächstes werden wir zu der Familie hinfahren und werden euch da Aufnahmen bringen. Und wir werden die Familie interviewen bzw. befragen. Und dann könnt ihr euch selbst weiter ein Bild machen. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch einen guten Tag. Denkt da mal drüber nach. Und lest euch in diesem Zusammenhang mal unser Konzept durch, dann wisst ihr, was man auch dagegen machen kann. Ja? In diesem Sinne, heil euch.